Ja, hallo, willkommen zum neuen Messervideo. Praktisch ist das schon Teil 3 des Messer-Freak-Treffens bei Andi Hals im Garten. Eigentlich Buschkraft und Messerfreunde-Treffen Nummer 1. War ein bisschen zu kurz angesetzt. Hier habe ich jetzt das Messer vom Howie Art. Stahl ist C100. Da der Howie nicht genau weiß, wie groß das Messer ist, muss ich mal gucken, ob mein Wingman. Hat er natürlich nicht. Schade. Hat er natürlich nicht. Mein Leatherman Co. hat nämlich ein Zentimetermaß dran. Aber ich schätze mal, das sind so 9 cm. 9,5 vielleicht. Howie kann das ja. 10. 10 sind es auf jeden Fall. 10? Auf Rockwell gehärtet war das wie viel? Genug. Also, genug, wir wissen's. Und ein schönes, feines Messer. Er sagte, er hat schon sehr verranzt. Ich glaube es allerdings nicht. Es lässt sich, geht hier schön durch Holz durch. Man kann schön feine Arbeiten machen. Ja. Man könnte sagen, das ist ja hier schon fast Parmesanholz, oder? Ja, ja. Parmesanholz. Los. Geschmacklich gut. Gut, okay. Machen wir noch eine kleine Lasagne. Also wenn ich hier schon Holzparmesan mache. Als Chopper, ja weiß nicht, also choppen mit kleineren Messern. Klar, geht's auch. C100 ist Kohlenstoffzahl mit 1% Kohlenstoff circa. Das wollte ich sagen. Mit 1% Kohlenstoff. Ähnlich das, den 1095, was die Amerikaner für verwenden. 1095, ja, ne? Schwarze Leine. Ich habe zum Howie gesagt, da fehlt noch das Jumping drauf, aber wollt 90 Grad Winkel haben für seinen Feuerstahl. Der hat unser Jumping. Jumping, Jumping ist wichtig. Hier, du hast auf deiner Säge. Moment, ich muss euch mal was zeigen. Ich muss euch was zeigen. Pass auf. Hier, das ist im Andi Haas seine Machete. Da ist ein Chimping ordentlich. Da ist ordentliches Chimping drauf. Seht ihr das? Hier. Damit könnt ihr sogar sägen. Das ist der Hammer. Nur 95 Euro plus 24 Euro Versand bei Andi Haas im Webshop. Ne? Okay. Dann nochmal für 9,90 Euro. Du kannst doch hier nicht die Preise verraten. Doch. Ich habe doch hier das 500 Euro Messer vom Norma. Also, meiner Meinung nach fehlt da Chimping drauf. Es gehört Chimping drauf. Aber es ist ja jetzt eh mein Messer. Das hast du ja gesagt zu mir. Gut. Damit er hier den. Oh, schön. Jetzt wird es auch. Wir sehen ihn noch. Freitag und Sonntag. Geil, ne? Was ist denn das für ein Feuerstahl? Ist der von Light My Fire? Nee. Was ist denn das für einer? Den habe ich im Decathlon gekauft. Aha. Wusste nicht. Weil der ist richtig gut. Auch schön 90 Grad Winkel geschliffen. Gepinnt. Und da kriegst du ja fast schon zwei. Zweimal Paracord durch, ne? Ja, so doppeltes Paracord. Ja, so. Zur Not können wir da auch so ein kleines Arschloch aus irgendwo her durchziehen. 8 mm. 8 mm. Lieber ein bisschen größer als zu klein. Ich mag das halt, wenn ich so klein bin. Wenn du gut im Schießen bist, schießt du da mit einem 7,65 mm durch. Oder? Heute nicht mehr. Na gut, wir hatten heute ein paar Bier. Morgen aber gleich. Geil. Jetzt komm, mach das Feuer aus. Ich will den Baumstumpf entzünden. Den brauche ich vielleicht. Machen wir jetzt ein Schwedenfeuer draus. Batonier jetzt den. Ja, genau. Mach mal. Gut. Mach mal. Okay. Aber heute noch. Scheide hat auch selbst gemacht. Schön mit dem Fire Steel Loop. Alles sehr stramm gebaut, mein Freund. Tja. Was der Englisch ist ein dehnbarer Begriff.
Aber das hat er. Das hat schon so eine Patina angesetzt, das sieht richtig geil aus, oder? So. Also, wollen wir mal ein bisschen batonieren. Betoning für Dummies. Ich sag's immer wieder. Nicht einfach quer und wie so ein Blödmann drauf gewichst. Draufwichsen ist eh schlecht. Kommt drauf an. Das Video kriegt keinen FSK 18, gell? 16, 18. Schön. Lass das Multitool ganz. Leatherman kann einiges ab, auch wenn die Leute mittlerweile was anderes sagen. Ja. So, mal gucken. Ja, Herr Brehm, machen wir es noch kaputt oder was? Ja, das Messer mache ich nicht kaputt, keine Angst. Nein, aber der Rest? Der Rest? Nö. So, zu zeigen, keine Ausbrüche. Was man hier jetzt sieht, das ist Dreck. Ganz einfach. Ja, bisschen Holz. Setz auch hier Patina an. Dreck. Dreck? Dreck und Fett. Dreck und Fett, genau. Guck mal, das hast du aber heimlich geübt, oder? Was denn? Ja, Löckchen machen. Löckchen machen? Ich habe deiner Tochter ein paar schöne Löckchen geschnitzt. Ja, hab ich gesehen. Ja, ne? Ich bin sehr gefreut drüber. Du musst sie unbedingt mal spitzen im Ball bringen. Der Papa kann es ja scheinbar nicht. Also, schöne Löckchen damit. Gefertigt. Easy Arbeit. Hacken habe ich auch gezeigt. Schönes Messer. Hat der Howie mir jetzt gerade eben mal so praktisch geschenkt. Freue ich mich sehr drüber. Danke, Howie. Ja, das ist ein super Typ. Der steht da hinten, der guckt mir zu. Ja, der glaubt es nicht. Tja, also Howie, wenn du es verkaufen würdest, was würdest du dafür verlangen? Verrate ich nicht. Genug. Soll mich anschreiben. Genug. Okay, also wer es kaufen will, der Howie verkauft es. Also das Messer verkaufe ich nicht. Ich baue das nach auf Anfrage. Die Leute sollen auf meinen Kanal, sollen mich anschreiben und dann quatschen wir drüber. Das ist praktisch wie für meine Hand gemacht. Dankeschön. Bist ein Freund. Oh, guck mal hier. Was für Löckchen. Das ist noch nicht mal scharf, das Ding, sagt der Howie. Und jetzt guckt ihr euch mal die Löckchen an, die man mit einem Messer von Howie macht, wenn das schon fast stumpf ist. Leute, der Howie kann was und der kann auch Löckchen machen, auch wenn Arschlöcher sagen, der kann's nicht. Ich sag, der kann. Gell? So, danke fürs Zuschauen. Und ich freue mich echt tierisch, dass der Howie mir das Messer geschenkt hat. Er ist halt ein guter Freund, gell? Dafür hat er auch heute ein paar schöne Frikadellen von mir gemacht bekommen, gell, Bob? Ja. Obwohl der Knoblauch gefehlt hat, ne? Ja, richtig. Also, muss man ja mal anmerken jetzt ja. Hier. Ey, guck mal hier, was für ein Löckchen. Oh, wunderbar. Ich könnte den ganzen Tag hier sitzen und Löckchen machen mit dem Messer. Echt? Andi, was verlangst du an Miete hier so für Löckchen machen? Ja, 10 am Tag. Ja. Gut, ich verlang 20 Euro für einen Schnitzkurs für deine Tochter und dann sind wir quitt, ha? Mach ich lieber selber. Du und die Löckchen verkaufst du so kiloweise auf eBay? Bremsche Löckchen. Bremsche Löckchen. Guckst du dir an, hier da oben stehen sie, weißt du? Kiffen und saufen, gell? Und ich bin der Blödmann. Und ich darf die Löckchen machen für Andis Tochter. Da freue ich mich. Also Leute, macht Löckchen, da habt ihr immer viel Spaß dran, vor allen Dingen mit dem Messer vom Howie.
Geil. Ich könnte wirklich nur noch Löckchen machen. Also, danke fürs Zuschauen. Tschüss, Matjot, schwenkt der Hut. Tschüss, hau ab und schwenkt die Kapp. Frau Brehm sagt auch Tschüss.